Hallo Freunde, das hier ist die Hitman, ein meiner Meinung nach echt cooles Luftgewehr und das schauen wir uns heute gemeinsam an, also viel Spaß. Gleich zu Beginn zwei Dinge vorab. Erstens, dieses Video ist nicht gesponsert, das heißt, ich habe mir die Waffe von meinem eigenen Geld gekauft und ich stehe auch in keiner Kooperation mit irgendjemandem. Und zum anderen, ich selbst bin kein Sportschütze und ich bewerte die Waffe entsprechend auch nicht als Sportschütze, wie präzise die schießt auf 20 Meter oder so, sondern eben als Freizeit- und Spaßschütze. Und meiner Meinung nach ist die Hitman auch genauso eine Waffe zum Blinken, zum Spaß haben und nicht als Wettbewerbswaffe. Ich denke mal, es ist offensichtlich. Ja, jeder kennt wahrscheinlich das klassische Luftgewehr, das der Opa früher im Keller liegen hatte. Mich spricht dieses klassische Design aber überhaupt nicht an, ist ja auch Geschmackssache letzten Endes. Und da bin ich auf die Hitman gestoßen vom französischen Hersteller BO Manufacture. Die Hitman ist ein Kipplauf-Druckluftgewehr für 4,5 mm Diabolos, also für das klassische Kaliber .177. Übrigens, falls euch das Thema freie Waffen generell interessiert, dann abonniert doch kostenlos diesen Kanal. Wir schauen uns jetzt mal die Waffe gemeinsam an, die Materialien, Verarbeitungsqualität und was für Funktionen die alles hat. Und dann folgt natürlich noch ein Schusstest mit Kroni-Messung. Und zuletzt werde ich natürlich auch wieder was blinken und einige Sachen kaputt schießen. Also, los geht's. Neben der Hitman gibt es übrigens aus derselben Modellreihe noch die Langley Pro Sniper. Die gefällt mir vom Äußeren allerdings nicht so gut. Bei der Hitman haben wir hier ein dickes Laufgehäuse, was so aussieht wie ein Schalldämpfer. Also es ist nur Schalldämpferoptik, es ist nicht wirklich ein Schalldämpfer. Gefällt mir aber super gut und deswegen habe ich mich auch für die Hitman entschieden. Kommen wir kurz zum Lieferumfang der Waffe. Der ist nämlich recht übersichtlich. Geliefert wird die Waffe hier in diesem einfachen, dünnen Karton. Ich finde ihn aber ziemlich cool designt. Man sieht ja auch auf der Seite im Hintergrund den professionellen Attentäter, der Namensgeber dieser Waffe ist, der Hitman eben. Dann ist da noch ein kleines bzw. ein dünnes Handout dabei und die Waffe an sich natürlich. Wir haben hier übrigens eine Druckluftpistole und im Lieferumfang befindet sich aber auch der Schaft, den man ganz einfach ohne Werkzeug montieren kann und dann wird daraus ein Luftgewehr. Ich zeige das mal ganz kurz. Einfach im 90-Grad-Winkel ansetzen, eindrehen und dann die Rändelschraube festziehen. Von der Funktionsweise ist das wie gesagt eine klassische Kipplauf-Druckluftwaffe, ein unkomplizierter Einzellader, das heißt ohne Magazin, aber dafür ist man dann eben auch flexibel und etwas freier in der Wahl der Diabolos, also die können mal ein bisschen länger sein. Ich habe damit schon jetzt ein halbes Dutzend verschiedener Geschosse mit verschossen und es gab nie Probleme, es klappt also einwandfrei. Optik ist natürlich auch immer eine Geschmacksfrage. Mir gefällt die Hitman sehr gut, vor allen Dingen hier vorne mit dieser Schalldämpferoptik. Haptisch ist die Waffe zwar keine Offenbarung, aber sie fühlt sich auch nicht billig an. Die Hitman gibt es meist so für etwa 100 Euro und zu dem Preis finde ich die Materialien und die Verarbeitungsqualität wirklich top. Wisst ihr, was ich auch noch top finden würde? Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Vielen Dank. Die Hitman hat einen 18 cm langen gezogenen Lauf und insgesamt ist die Waffe inklusive Schaft 75 cm lang. Wir haben hier also ein ziemlich kompaktes Luftgewehr. Der Spannvorgang ist aufgrund des relativ kurzen Hebelwegs etwas schwieriger, als es bei großen oder bei längeren Gewehren der Fall ist, aber ich finde das hier noch absolut in Ordnung. Dann haben wir hier einen Single-Action-Abzug, wobei der Abzugsweg mit einem Schraubendreher einstellbar ist. Ich habe es jetzt aber auf Lieferzustand gelassen, denn für mich ist das fürs Blinken so in Ordnung. Dann haben wir eine manuelle Sicherung, die ich ziemlich gut gelöst finde. Und zwar ist das hier dieser kleine Schalter, den man auf beiden Seiten bedienen kann. Und das Gute ist, man ist beim Spannen der Waffe mit dem Daumen schon da direkt an der richtigen Stelle, um die Waffe zu sichern. Und dann kurz vorm Schießen hat man auch seinen Triggerfinger, den Zeigefinger, schon an der richtigen Stelle, um die Waffe zu entsichern und das ist ziemlich gut gelöst, finde ich. Dann haben wir noch eine offene Visierung mit Kimme und Korn. Die Kimme hat dabei zwei Lichtleiter für ein besseres Absehen und lässt sich auch noch in beide Achsen justieren. Das Dachkorn steht fest, das lässt sich nicht einstellen und ist wirklich monströs. Es ist wirklich monströs und man kann die Waffe mit diesem Dachkorn eigentlich auch schon als Streithammer oder als Schlachtkeule benutzen. Und dann haben wir hier oben noch eine Picatinny-Schiene für Zielhilfen, wie zum Beispiel ein Red Dot. Ich hatte da jetzt meinen Multidot mal drauf, aber das funktioniert auf so kurze Distanzen einfach nicht. Das kann man nicht tief genug einstellen. Aber ihr habt hier die Möglichkeit, auch Zielhilfen anzubringen. So, ich würde aber sagen, jetzt ist es Zeit für den Schusstest.
Wir beginnen mit der Kroni-Messung und auch wenn ich auf eine Zielscheibe schieße, ihr wisst vielleicht, ich habe hier nur 5 Meter Schussdistanz zur Verfügung. Das hier ist kein Präzisionsschusstest, es geht hier ganz allein um die Kroni-Messung und das Gerät wird ja dann hier auch stehen. Ihr werdet also direkt live die Ergebnisse dann sehen von dem Schuss jeweils und ich bin schon mal sehr gespannt. Und danach werde ich natürlich auch wieder was blinken, also Sachen kaputt schießen und dafür habe ich verschiedene Geschosse wieder am Start. Für diejenigen, die es interessiert, blende ich kurz die Daten ein und an der Stelle auch nochmal schnell die Frage an alle Luftgewehrbegeisterten: Was für Geschosse benutzt ihr zum Blinken? Also nicht für Präzisionsschießen, sondern wirklich zum Blinken. Habt ihr mir vielleicht eine Empfehlung für bleifreie Geschosse? Da suche ich immer noch nach guten Geschossen und schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Und jetzt geht's los. Kommen wir zu den Ergebnissen der Schusstests. Bei der Kroni-Messung bin ich insgesamt für alle Geschosse im Schnitt auf 6,3 Joule Geschossenergie gekommen. Das ist ein bisschen ernüchternd, weil eigentlich sollte die Waffe ja 7 Joule liefern, aber wir haben auch gesehen, dass es durchaus darauf ankommt, welches Geschoss man verwendet. Das Stichwort ist hier sicherlich die Energieübertragung. Bei den klassischen Linsenkopfgeschossen aus Blei zum Beispiel bin ich im Schnitt auf gerade mal 5,6 Joule gekommen. Demgegenüber habe ich mit den Stahlkopfgeschossen im Schnitt eine Geschossenergie von exakt 7,5 Joule erreicht, was ja wirklich hervorragend ist. Beim Blinken habe ich auf die Weinflasche, die typischerweise zum Einsatz kommt, wenn Leute blinken, verzichtet, weil dieses dünne Buntglas, das ist immer eine Riesensauerei, diese winzig kleinen Splitter überall im Raum und ja, so ein dünnes Glas ist eigentlich auch kein Hindernis. Deswegen, wir haben es gesehen, die Gin-Flasche aus diesem dicken, kompakten Weißglas, das ist schon etwas schwieriger, wobei ich natürlich auch auf 5 Meter nur geschossen habe, aber trotzdem, das hat einwandfrei funktioniert, bin ich zufrieden. Interessant war für mich auch das Ergebnis mit diesen ja ineinander gestapelten Dosen, also diese Bierdose in die Konservendose und die wiederum in eine größere Konservendose. Und das Stahlkopfgeschoss ist hier also durch komplett alle 6 Lagen durchgegangen und das finde ich schon ziemlich cool. Kommen wir zum abschließenden Fazit. Die Hitman ist eine günstige Druckluftwaffe in einem wirklich außergewöhnlichen und wie ich finde ziemlich coolen Design. Die Verarbeitungsqualität ist für den Preis in Ordnung. Die Waffe ist sehr massiv gebaut, wirkt teilweise etwas grobschlächtig, aber insgesamt finde ich das Teil schon ziemlich cool, vor allen Dingen für diesen Preis. Eine Sache möchte ich hier aber kurz noch erwähnen und zwar hier vorne an der Mündung, das ist so eine Blende, die ist hier noch reingelegt und an einer Stelle verklebt und das hat sich bei mir schon mal gelöst. Das heißt, die Blende ist abgeflogen, die musste ich hier neu reinkleben.
Das ist aber auch so das Einzige in Sachen Verarbeitungsqualität, was mir negativ aufgefallen ist. Ansonsten, wie gesagt, kann ich da nicht meckern, ist das völlig in Ordnung für den Preis. Ich habe noch keine Langzeiterfahrung zu dieser Waffe, aber der Ersteindruck ist, wie gesagt, sehr gut und mir macht das Ding richtig Spaß. Eins sollte natürlich auch klar sein, das hier ist keine Wettbewerbswaffe, das hier ist was zum Spaß haben, zum Blinken und genau dafür habe ich sie mir auch geholt und dafür kann ich sie euch dann auch empfehlen. Ja, und das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und hier seht ihr noch ein paar andere Videos. Vielleicht ist da was dabei für euch. Ansonsten sehen wir uns gerne, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.